Seine Geschichte ist krass. Ich kenne seine Geschichte gar nicht. Erzähl mal ein bisschen. Kennst nicht, Woody? Du sagst drei Grades, die du hast. Also eins du, eins ich. Und ich habe gesagt drei Grades, die ich habe. Der Chat muss sagen, wer die härteren Grades hat. Härteren? Mein Gott, du hast safe die härteren Grades. Nee, wir fallen gerade auf 1 und 2 ein. Zwei Grails, ja. Ich würde dir echt empfehlen, nicht mit diesem Schuh hier um Maike zu kommen. Was? Durch den du hier gerade offen hast. Vielleicht will den damit halt verlierst du. Yeah. Ich weiß, dass ich damit verliere, aber ich verliere mit dir. Aber Bruder, ich sag dir ehrlich, das finde ich richtig gut. Dass, guck mal, jeder wird dir wahrscheinlich sagen, Bro, der Schuh ist S. Aber dir gefällt der, deswegen rockst du den. Fühle ich des Grauens. Ist mir so scheißegal. Leute, das sagen wir euch immer. Die das an, worauf ihr Bock habt, auch, das nimmt uns nicht das Recht, unsere Meinung zu sagen. Das nimmt uns nicht das Recht zu sagen, ey, das gefällt mir nicht, das gefällt mir. Das ist für mich trash, das ist für mich gut. Aber wenn ihr das als anders empfindet und eine eigene Meinung habt, dann zieht das durch, egal wer rechts und links sagt. Oh, jemand hat mir sogar geschrieben, dass diese Supreme Timberland World Hiker ein und dann Silver. Hiking. Für die, die genau, hier? genau, die, Bruder. Ja, okay, ich sag dir aber ehrlich, darin sehe ich dich auch, ne? Darin sehe ich dich auch so krass. Hart. Ey, ich auf der Suche, Bruder. Ich hab hier welche sogar, aber nicht meine Size. Sind noch nicht so lange Release worden, oder? Nee, noch nicht so. Ich kann mich dran erinnern. 18 kam die, Bruder, schon ein bisschen her. Nee, aber der nicht, oder? Doch. Ehrlich? Ja, Stussy kam, hat den gleichen gedroppt. Ah, okay, dann war der das. Ja, Stussy hat den gleichen gedroppt, also den gleichen Tipp als Silhouette benutzt, so. Weil da habe ich noch Loki überlegt, mir den zu holen. Ja. Was ist mit dem Stussy? Gibt's nicht in dem Silber. Da finde ich den Schwarz, der ist zu teuer. Kostet der? Oder kann ich auch mir von Supreme holen, ist günstiger und ist der gleiche Tim, so weißt du? Der kostet ja, so 600, 700, so der ist Beast im Hype. Ich finde den Beige von Stussy ganz cool, da den anderen. Ich muss sagen, der kommt. Ja, der kommt dumm. Als gute Alternative, safe. Der ist hart. Ich finde den sogar geiler, der ist krass. Ja, ich bin vielleicht auch überlegen, den zu holen. Aber ich habe jetzt gerade diesen Tim gefunden von Supreme, deswegen. Für? 100. 100 US-Dollar. Man versucht ein bisschen zu lowballen. Aber Chat, was sagt ihr zu dem Supreme Tim? Irgendwie Andy-Schuh. Was mit Stussy Rohr? Was ist mit Rohr? Ah, gib mal Rohr Leaks da. Ja, den kenne ich auch. Den zum Beispiel auch. Das ist. Rohr Leaks, das ist ein wirkliches Grail, der Snake Leather da. Nee, der Snake Leather. Den? Ja, genau. Oh, den fahre ich nicht. Ja, ich will eher sowas. Ja, wenn mir einer zu viel Puff. Puff? Ich finde den geil, Digga. Okay, gut. Erster Call von dir. Ich fange direkt mit meinem härtesten Grail Forever an, ne? Dann mach mal. Die Chat weiß auch direkt, was da jetzt reinkommt, aber. Hat Leo die nicht? Hatte der mal. Ja. Ich habe schon mit ihm darüber geredet. Ja. Bro, diese Jacke. Diese Crack Green Scuba Jacket ist für mich einfach nur gespensterkrank. Ja, die ist insane. Bro, die ist gespensterkrank. Die ist kein Spaß. Die ist auf Ernst. Du siehst die nirgendwo. Die ist Feierabend, Bro. Du siehst aus wie so ein tentakliges Etwas, was gerade so durch den Ozean am Schwimmen ist. Bro, gestört. Jacke ist 10 von 10. Ja. Auf Lager 432. Meinst du spontaner Kopf hier an der Stelle oder was? 3-2 ist respektlos, Bruder. Hey, Scheiße. Ja, hat er die verkauft, die Jacke? Wer? Leo? Ich glaube, ja. Wir haben aber schon auch hier. Yeah, spielt diese Jacke schon seit 18 haben oder so. Die ist 18 oder 17 rausgekommen. Ja. Yeah. 17. Und irgendwann, ich glaube, schon dann 2020 oder haben wir, habe ich mal mit Leo drüber geredet. Und er meinte so, Bro, ich hatte die und ich habe die vor kurzem erst verkauft. Irgendwie sowas war da. Was für ein Preis? Nicht teuer, ich glaube 1,5 oder so. Ja. Das war halt 1,5 geistkrank viel Geld, weißt du, ich meine, aber für eine Jacke, die du wirklich seit 5, 6 Jahren haben willst, Bro. Und das ist auch das Ding, immer wenn ich die Jacke sage, ich will die haben, dann kommen so Leute so, ja, du willst die gerade haben, weil das die Ästhetik ist und weil das gerade cool ist. Nein, Bro, ich will die Jacke seit schon halbe Jahrzehnt haben. Ich habe noch eine Jacke, Digga, die ein bisschen. Ich bin jetzt gerade, mag ja auch so, ich mag verschiedene Arten von Fashion. Ich bin gerade ein bisschen in meinem Street-Style. Immer Supreme, Vortex, NAS DMX-Jacket ein. Was für eine? NAS, N-A-S, dann DMX. Das ist eine Rapper-Collab. Ja, nein. Ist einfach nur mit den beiden drauf. Guck dir jetzt an. Ah, okay, check. Die Bruder. Okay, krass. Guck, der Typ, der die anhat, hier das Supreme-Motto. Was hier? Ja. Okay, verstehe. Sind die dumm, Bruder.
Ja, also bin ich wieder raus, weil ich so, ich habe gerade blau, blau, du weißt, blau ich check, ist, ich check, weißt was du meinst. Aber ich verstehe schon. Du checkst mein Vibe, ja, so, ja. Weißt du, weil mit diesen Tims kommt auch cool, so, weißt Guck du. Guck mal, Chat sagt, ich habe die in XL. Ich habe die in XL, Bruder, ist Mutter gefickt, Digga. Verkauf ihm, mach was dazu. Mach gute Preis, Bruder. 200 Euro Deal, verkauft an den Grünen, der mit dem grünen Namen. Ich glaube nicht, dass der die verkauft, aber die ist geisteskrank, Digga. Ja, okay, ey, ist wirklich, also, das sind jetzt keine All-Time-Grails. Nein, oder einfach so spontan raushauen. Aber ich habe jetzt gerade keinen. Ich bin so jemand, ich habe zum Beispiel so ein All-Time-Grail oder mehr oder weniger wäre so, keine Ahnung, Chrome Hearts Wallet Chain oder so. Aber ich habe jetzt keinen Bock, sowas rauszuhauen, so, weil ich gucke jetzt gerade so, was ich mir so holen würde, so auf Ernst, weil ich noch nicht so rich bin. Und ich habe das immer Gefühl, wenn ich so mir ein All-Time-Grail hole oder das mir raussuche, dann denke ich die ganze Zeit daran, dann kann ich nicht mehr schlafen, weil ich es mir nicht kaufe. Dann therapiere ich mich die ganze Zeit. Das war halt in der Vergangenheit immer so. Das ist der Wurm, der da ja, reinkommt, oder? Ja, genau, rein, genau. Und ich bin jetzt nicht gerade krass auf der Suche nach diesem Komplex. Ja, das, ja, ja, ja. Check. Bin die sogar wirklich am Verkaufen? Was verkaufst du die, Bro? Zub, meld dich. So, ich bin als nächstes dran, ne? Ja. Okay, wir bleiben mal bei Jacken. Ist nicht ähnlich, aber auch ein All-Time-Grave von mir. Ich hau wirklich jetzt auf eklig Sachen raus. Du machst ein bisschen spontaner, aber safe, alles gut. Lederhoodie, den hatte Leo auch. Hat Leo auch sogar. Bin ich wack. Ich hab den in Paris angehabt. Ich hab eine Jacke jetzt für dich, die ich geil finde. Endlevel. Auch eine Jacke. Du hast sogar ein Bild damit gemacht. Endlevel-Jacke, die ist kein Spaß. Bruder, ich brauch den Preis von der Jacke, by the way. 600 würde ich haben wollen, ja. Ist sie auch wert, so. Wo kommst du her? Vielleicht probier ich mal an. Zieh dich ab dabei, der Spaß. Grip. Ich bin ehrlich zu euch und guck mal, das ist ein Knacks, hör mir zu, ja. Das ist ein Knacks. Irgendjemand aus der Community hat mir diesen Hoodie mal reduziert für 50% so einen Link geschickt. Ja. Ich bereue, dass ich geholt habe bei dem Preis. Ja. Überleg mal, weißt du, ich meine, wo du echt checkst, eigentlich bist du wirklich dumm. Ja. Ich hatte die Jacke schon, aber sie war mir zu klein, ich brauch sie nochmal. Aber diese Colorway. Ja, check. Diese Colorway. Ja, ja, krass. Auch Colorway krass. Bruder, dieser Colorway ist behindert. Der wird so fetzen, ja. Bruder. Oh mein Gott, wird der fetzen. Wien, sagt der Bruder. Rolling Loud, ich hol mir die Jacke ab, Bruder. Ist das jetzt dein dritter Call hier im Bunde? Ja, ist mein dritter Call, Bruder. Die finde ich, die war, ich hatte die in schwarz so. Hast du? Ja, ich hab die, warte, ich zeig. Ach, du hast sie immer noch? Nee, ich hatte die, ich hab die verkauft, weil die mir zu klein war, Bruder. Ich hatte die kleinste Größe und das ist eine Frauenjacke, Bruder. Ja, guter Call. Ich sag dir ehrlich, bis jetzt für mich dein bester Call. Ja, das hab ich auch Balenciaga, ne, deswegen. Okay. Ich bin ehrlich, also Supreme-Jacke wäre ich jetzt nicht so, aber ich finde die... Die Supreme-Schuhe. Ja, auch sehr, sehr sick. Auch sehr sick. Sehr. Ja, ich bin immer so auf der Suche nach so Sachen, die so, keine Ahnung, so in mehreren Style-Richtungen auch getragen werden können, weißt du? Okay, das heißt, ich hab noch einen. Ah, letzten... ich hab noch was. Oh, fuck, wir zeigen nur drei, ne? Ja, komm, einen darfst du noch. Ja, gut. Rav Simmons Bunny Boot. Muss es der von Rav sein? Ja, muss genau der von Rav sein. Muss der von Rav. Nicht, das sind nicht die von Rav. Das sind auch nicht die von Rav. Genau, nicht die von Rav. Oder hier. Das sind die von Rav. Weil die sind so geisteskrank. Gibt es aber auch in einem anderen Colorway. Ja, die gibt's nicht. Geh mal auf Grail. Die finde ich sogar cooler mit der Sohle. Bisschen. Boah, ich sag ehrlich, das ist so ein Ding. Oh, was kosten die vom Rev? Was? Was kosten die? Ja. Zwei, ne? Ja. Will ich nicht 1, einsehen, 5, dann will 1, ich mir 5, den für einen Huni holen. Ja. Will ich einfach nicht einsehen. Dann hole ich mir den für einen Huni auf, keine Ahnung, wo ich den schieße. Ja. Das ist so mein Problem mit dem Schuh. Aber ein geiler Schuh, guter Call und fahre ich auch. Aber ja. Bruder, einfach... Julian hat den Schuh auch, Dicker. Den habe ich auch in einem anderen einen Post an, aber... Keine Ahnung, der ist... Ich das auch cool so, aber ich finde den von Rev cooler. Ja, okay, das... Aber es ist dieser Knacks irgendwie, keine Ahnung, Digga. Es ist halt dieser schon. Knacks, Bruder. Das ist so dieses so... Willst nicht das haben? Ja, ich will das haben. Ja, genau. Es ist auch dumm, Bro. Ist auch dumm. Okay, zeig bei dir. Zeig meinen Schuh. Mein Schuh muss ich zeigen. Ja, zeig meinen Schuh. Ich kann nicht schon wieder einen Balenciaga Boot. Ja, mach mal nicht. Hammer Boot, by the way, auch cool. Ja, den hätte ich nämlich jetzt gecallt. Echt? Ja, Hammer Boot ist krass. Hammer Boot auch krass. Ja, Hammer Boot sehr krass. Okay, ein Boot. Boah, ich hab einen Glitter Boot. Oder. Das Problem bei diesem Boot. Das Problem bei diesem Boot ist, dass Holz auflöst. So, ja, der geht kaputt mit der Zeit, weil Holz lebt, weißt du, lebt weiter. Ja. Das heißt, viele haben eine scheiß Condition, ja. Weil der Boot, dann wird der nass, weißt du, was ich meine? Ja, normal, ist aber der Boot an sich ist, oder, was ist das für ein Boot? Check. Was ist das für ein Boot, Bro? Ja, der passt auch gut zu dir. Ich hab einen anderen, den ich sehr geil finde. Digga, unfassbarer. Ja, auch krass. Der Dirk Bickenbergs, Bro. Ja, der ist auch krass. Die haben halt hier Hildred Emil hat die so ein bisschen, ich meine, so ein gerippt, bisschen darauf angelehnt. Ja, nicht gerippt, aber. Mäßig diese neuen Hildred Emils bis.
Ja, ich, aber ich finde diese Dicks sind so geistkrank, ja, Bruder, die sind so edel auch aus irgendwie, Bro. Super, super. Aber wenn wir so darüber reden, dann können wir auch über Guidis reden. Ja. Was sagst du zu Guidis? Guidis sind nice, aber ich finde die besser. Ja, ja, okay. Aber Guidis sind so zu sehr, weiß nicht. Ich finde Guidis auch cool, Bruder. So, no, ja, okay. Aber ich sag ehrlich, ich habe nicht die Körperform für den Schuh. Mm-mm. Du musst es schon so du echt. Muss Hedi sein. Sein. Du musst halt auch Skinny Jeans anziehen auf den, ne? Diese hier kommt er nämlich hart. Guck, muss wirklich diese Essstörung. Nur kiffen und nur kiffen. Nur kippen und Kaffee. Sorry, ja, das war hier nur kippen und Kaffee davon. Der? Ja, so, nein, so. Ach so, so vom Style. Ja. Oder check. Hier, geh mal da runter. Nein. Ich sag dir ehrlich, der Alltime Gold, der die pult. Sorry. Oder der Mensch hat aber nicht die gleiche Körperform wie du, Bro. Der ist auch. Ja, aber Bro, was soll ich dir sagen? Machen, er kann es tragen, er kann es tragen, er kann alles tragen, Mann. Was soll ich sagen? Bruder. Ha? Ist er nicht Inder oder so? Pakistani? Er ist nicht schwarz. Sri Lankaner. Echt? Sri Lankaner? Oh. Ah ja, okay, dann da, okay, darf sich doch schwarz schimpfen. Ich weiß es nicht so, ich will, da wollte er jetzt keinen Beef draus machen. Doch, da kommen die aber echt hart so. Ja, aber Bro, der kommt geisteskrank. Das sind so meine Grades, so jetzt hier so sagen könnte. Da gibt es noch andere Sachen so, aber das ist jetzt so spontan aus der Pistole geschossen. Serski. Birkenberg sind schon wieder in Neuauflage verfügbar. Ja, safe, die gibt es jetzt so neu gemacht. Das stimmt sogar. Die sind ein bisschen anders, ne? Nee, ja, geh mal ein, Bruder. Die haben die schon gut nochmal neu gemacht. So, das ist geil. An sich, weil du findest eigentlich, in meiner Größe finde ich keine mehr. Ja, geh mal hier auf Birkenbergs. Da. Die hier? Genau, geh mal auf die. Guck, die sind schon gut gemacht. So. Aber mit Schwarz kommen die schon, Bruder. So, mit Schwarz kommen die hart. Geh mal Size, was haben die alles da noch? Ja, also Größe ausverkauft. So. Welche hast du? Bräuchte 46. Ehrlich? Ja, ich würde 45 auch noch reinpassen, so. Aber die Boots fallen meistens, weißt du, ne? Ja. Ja, die sind geil. Ja. Plus, so, das sind Schuhe, so Designer dahinter, Bro. Die sehen im Alter noch geiler aus. Oder? Ja, plus das und ich finde, seine Geschichte ist krass. Ich kenne seine Geschichte gar nicht. Erzähl mal ein bisschen. Kennst nicht, Buddy? Da hinten hin. Er ist an Werk 6 Member. Stimmt, ja, stimmt. Ja, geisteskrank, ehrlich. Er war einer derjenigen, der auch dieses mit diesen sexistischen Sachen sehr krass polarisiert hat. Er hat teilweise so Penisse und so auf Sachen gemacht und so. Verrückt. Okay. So sehr, sehr bunt auch, viel mit Farben gespielt. Geht so ein bisschen, nicht Craig Green Vibes, so künstlerisch. Schon so ein bisschen manchmal Museum-Vibes gibt's das. Weißt du, wie ich meine? Ich check.